So, damit willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Und guckt mal einer an, wer da ist. Direkt mal ansprechen. Alcibiades, du scheinst dich gut zu amüsieren. Alcibiades. Auf die Götter ist Verlass. Ich wünschte, jemand so schön ist wie ich wäre hier. Und schon kommst du. Du bist betrunkener als sonst. Du musst mir vergeben. Zu dieser Nachtstunde habe ich nur allzu gerne ein hübsches Gesicht vor mir, das mich ansieht. Du bist ja gut gelaunt. War sicher eine tolle Feier. Gibt es noch andere? Ich habe ein kleines Problem. Es ist ein wichtiger Politiker hier, der dringend nach Hause muss. Aber bei den Göttern, ich bin hier unentbehrlich. Ja, wir bringen ihn nach Hause, kein Problem. Ich stell mich nur kurz offline. So. Ich bringe ihn sicher nach Hause. Ja, sicher, genau. Es ist kein schwieriger Weg, aber es kann durchaus sein, dass du ihn tragen musst. Den Glücklichen. Ich versuche, den Politiker nach Hause zu bringen, bevor er völlig weggetreten ist. Wunderbar. Bringe ihn zu seinem Haus nördlich des Hafens von Piräus. Du solltest es dort in der Nähe finden. Ist das weit weg? 300 Meter. Ja, komm, spazieren wir ein bisschen. Nein, wir gehen nicht hier lang. Die Welt dreht sich und hüpft auf. Keine Lust und auf ab. Den Soldaten. Wir gehen mal hier oben lang. Und wieder runter. So. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Moment, warum gehen wir hier lang? Weil ich dich nach Hause bringen muss. Aber ich habe einen Schmied entdeckt. Da gehen wir auf jeden Fall zuerst hin. Du kannst hier schön... Bist hier du neben sicher, dem Schmied dass wir chillen. Hier richtig sind? Ja, wir sind Kommt hier richtig. Kommt mir nicht bekannt vor. Hier, hier. Hier, hier. Ganz kurz mal hier. Die ganzen Sachen loswerden. Alter, haben wir wieder angesammelt, ne? Unglaublich. Komm, zwei Lilane behalte ich. Ich habe immer noch nicht diesen Erfolg freigeschaltet mit alles in Lila anziehen. Mal, ob wir was bei dem kaufen können. Ja. Die ganzen Materialien nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Hab einen guten Tag. Ja, du auch. Dann ziehen wir mal ganz kurz hier die lilanen Sachen an. Mal gucken, ob wir dann diesen Erfolg kriegen. Ist ja scheißegal, was ich anziehe, so. Kriegen wir jetzt den Erfolg?
Rein theoretisch müssten wir es jetzt bekommen. Ich habe jetzt nur lilane Sachen an. Aber scheint nicht so. Weil Pfeile herstellen kann ich ja nicht lila machen. Keine Ahnung. Muss ich mir mal genauer angucken. So. Das war das, ne? Ja. Nein. Und das wollte ich anziehen. Jetzt ziehen wir wieder unsere Sachen an. Und dann gucken wir mal, ob wir die verbessern können. Bessere Preise gibt es nirgendwo. Ja. Na, scheiße, das braucht auch wieder Obsidianglas, ne? Dann können wir unser Schiff noch nicht verbessern. Egal. Ich verbessere die jetzt. Dann machen wir auch mal ein bisschen mehr Schaden. Das, Hab Dank. Wird schon lange Zeit. Pferd machen wir mal Melaina, komm. Wir ziehen mal Melaina an. Was brauchst du? Haben wir lange nicht mehr. So, Bogen verbessern. Dann Helm verbessern. Das war's auch, glaube ich, erstmal, oder? Ja, komm, den können wir auch. Aber jetzt haben wir. Jetzt fehlt uns auf jeden Fall Obsidianglas, ja. Komm zu mir, okay, wenn du etwas suchst. So. Warum hast du mich hergebracht? Da willst du nicht nach Hause. Ob er wirklich hier wohnt? Ah, genau wie angekündigt. Packt ihn! Zum Tod! Du hast mich gerettet. Fällt dir ein Grund ein, warum dich jemand töten will? Ich bin Politiker. Könnte alles Mögliche sein. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ach, das war's schon. Aber das war ja easy. Mal gucken, wie viel Schaden wir jetzt an den Soldaten machen mittlerweile. Dein Tod macht mich reich! Mach deinen Frieden, sonst scheißen wir am Brot hier. Na, sieht schon besser aus. Oh ja, definitiv. Gut. Was machen wir als nächstes? Haben wir eine neue Quest bekommen? Bestimmt, oder? Wir haben doch bestimmt eine neue Quest bekommen. Warte, erstmal bei Söldnern. So, immer noch gleich. Okay. Inventar, Stuff, egal. Okay, wir haben noch 5 Quests gerade offen. Dann machen wir mit den Gebäuden weiter. Also. Was wollte ich nochmal machen? Also hier oben hatten wir ja alles, ne? Bis hierhin. Warte, wir machen das mal so. Ja, dann wird mir nämlich nur angezeigt, das was ich noch nicht habe. So, dann machen wir erstmal hier das Lager und dann die alle. Und dann den. Ich glaube, das alles machen wir in dieser Folge. Wenn ich es schaffen sollte. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Niemand darf mich entdecken. Yeah.
gleiche Killbeste. Kriegen wir mit mehr Erfahrung. So, dann hätten wir schon mal die Agora. Können wir ja auf dem Weg mitnehmen, ne, wenn wir schon da vorbei rennen. Hier das Haus hier auch. Das könnten wir auch mitnehmen direkt. Was ist das hier? Also Militärstall. Oder was ist das? Und die Gegner sind wieder verbackt, voll auf einem Haufen. Ja, jetzt reicht es aber hier. Jo, da haben wir ihm One-Hit verpasst. Zwei Sachen müssen wir noch holen. Nice. Oh, wo ist die Schatztruhe? Da oben. Wie kommen wir da hoch? Hier ist eine Leiter. Hallo? Ja, komm mal her. Soldaten töten ist jetzt ein bisschen einfacher geworden, wa? Schön, schön. Hätte ich vielleicht viel früher machen müssen. Ich hatte eigentlich mich darauf geeinigt, alle 5 Level. Aber es ist so scheiße schwer, auch im Late Game Obsidianglas zu finden, weil ich auch die ganzen Höhlen nicht nach Steinen umsehe, weil das einfach viel zu langweilig ist. Also ist meine Meinung, ne? Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber... Ja, die 100 Meter brauchst du jetzt eigentlich auch nicht mehr kommen, Melina. Aber hab dich jetzt trotzdem gerufen, weil du so schön bist. Ach ja, ich liebe schwarze Pferde. Noch mit Deutschen. So, nice. Gefangene 2. Na komm, spring. Na, ja, ich hole euch gleich, keine Sorge. So.
gerettet. Ich danke dir. Gerne. Die andere Schatztruhe. Das ist hier die Frage. Aber ich hole erstmal die Söldner. Oder die Banditen. So. Ach, die war noch da oben. So. Und das hätten wir auch geschafft. Dann. Nächster Ort wäre wahrscheinlich hier Hafenlager. Dann machen wir die zwei Fragezeichen und dann gehen wir Richtung links die Sachen holen. Hier sollten wir wahrscheinlich rechts rein. So. Dann müssen wir ein bisschen schwimmen. Kann ja schon mal alles markieren. So. Wie, nur ein Schatz? Das gibt doch ja nicht. Echt nur ein Schatz, krass. Hauptsache vier Vorräte, aber ein Schatz. Die anderen nicht. Meine Kleinen. So, ich mach das mal kurz im Dunkeln. Ich weiß, man sieht nichts. So, jetzt habt ihr wieder Licht. Dann gehen wir auch direkt wieder raus. Wie habe ich den nicht getroffen? Ich weiß, wo der Schütze steckt. Wie habe ich den nicht getroffen? Ich wollte schon sagen. Also, das ist ja mega peinlich. So, den Schatz müssen wir noch holen. Der ist da oben.
Aber erstmal den hier. Auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt und hol es mir. Echt? Na dann, komm her. Alter, immer diese Giftmischer, ne? Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. So. Das Gute an diesen... Oh. Ich wollte gerade sagen, das Gute an diesen Soldaten mit Tieren ist, dass man Doppelattentat machen kann. Also doppeleiliges Attentat. Und dann wurde ich von einem scheiß Mast blockiert. So. Dann. Ja, gehen wir direkt rüber zu dem Fragezeichen hier rechts. Das unter Wasser? Ah, das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Und das da ist eine Ruine wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Aber erstmal das hier. Am besten bei Unterwasserschätzen, ihr braucht den Atlantis Poseidons Dreizack gar nicht. Markiert den Schatz, schwimmt genau darunter und dann taucht ihr ein. Und dann einfach schnell runter und dann nehmen und wieder hoch. So habt ihr auch dieses Risiko nicht, dass ihr von Haien angegriffen werdet. Also ist ziemlich gering. Schnell wieder rausschwimmen. Gut, jetzt haben wir sogar schon den Athena-Skin. Jetzt haben wir spartanische Elite-Soldaten bekommen. In der letzten Folge. Und jetzt sogar noch die Athena. Ziemlich cool auf jeden Fall. Diesen Ort abgeschlossen. Dann könnten wir wir könnten auch diese zwei Sachen holen, dann haben wir komplett hier das untere Feld fertig. Bin am überlegen. Ja, komm. Wir holen den nächsten Unterwasserschatz. Weil dann haben wir komplett die untere Hälfte der, von Athen fertig. Und dann brauchen wir nur noch das Innere zu machen. Und dann Richtung Makedonien nach oben. Aber ziemlich weit weg. Das kriegen wir aber so erreicht, glaube ich, mit dem Boot, wenn wir uns rechts
hier links an der Küste halten. Oh. Nicht kaputt gehen. Ich sollte umdrehen, sonst kippt das Boot. Naja, das Boot kippt nicht. Wir fahren quasi am Strand. Wenn der jetzt kaputt geht, dann tick ich aus. Also ein Hai und ein Schatz. Zwei Haie und ein Schatz. Antiker Königshelm. Okay. Ja, ist okay. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich bloß in Ruhe. So, direkt wieder drauf. Und dann markieren wir uns hier. Mal brauchen wir eigentlich gar nicht markieren, direkt wieder aufs Land und dann mit dem Pferd rüber. Na doch, komm, markieren wir. Obwohl, ne, markieren wir nicht. Einfach nur hier in die Richtung. Gleich wird mir das auf der Map angezeigt. Und dann sollte das machbar sein. Ella. Natürlich kommst du da jetzt nicht drauf. Natürlich. Willst du mich verarschen? Ja, ich wollte schon sagen, Alter, kommt sie da nicht hoch. Ah, ich erinnere mich an den Ort. Das ist hier diese Mine, wo wir den Kultisten gefunden haben, der den Sklaven nicht freigeben wollte. Warum habe ich das nicht direkt mitgemacht in der Folge? Oh, Genickbruch vom Feinsten. Gut.
Dann hätten wir nämlich hier komplett alles abgeschlossen. Und dann können wir die Map so betrachten. Ja, fehlt nicht mehr viel in Athen. Nur noch ein paar Kleinigkeiten. Jetzt müssen wir aber erstmal eine Weile reiten, weil ich keine Lust auf Schnellreise habe. Dauert nicht mehr lange, Jungs, noch 2 Monate. Weniger als 2 Monate, dann kommt endlich Watch Dogs. Und dann kurz darauf kommt dann Cyberpunk und Assassin's Creed. Ich freue mich riesig. Ich wollte mir sogar, ich habe sogar nach so einer Cyberpunk-Jacke gesucht, aber die gibt es leider nicht so im originalen Zustand, wie ich sie gerne hätte. So in schwarzem Leder mit diesem Neonlicht, das wäre so mega gewesen. Aber bis jetzt ist nichts Gutes im Markt. Vielleicht von Cyberpunk selber, aber habe ich nichts gefunden, leider. Hi. Huhn geht wieder mal völlig ab. Jetzt reit doch mal schneller, Mensch. Was ist das eigentlich für ein Lager da vorne? Können wir den mitnehmen auf dem Weg? Ja. Nehmen wir den doch mit direkt, wenn wir schon hier sind. Ah, das ist dieses Fischerdorf. Daran erinnere ich mich auch. Hier gab es ja Männer, die uns verkauft haben an den Giftmischer. Den mit den Schlangen. Erinnere ich mich auch sehr gut. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Wo ist jetzt Schatz? Wo ist jetzt deren Schatz da drüben? Voll versteckt. Hätte ich einfach noch holen müssen, ohne die Leute zu holen. So. Jetzt können wir aber hier zu dem Haus gehen. War doch der, ne? Oder? Um sicher zu gehen, nochmal geguckt. Wir laufen jetzt einfach die 500 Meter. Lohnt sich nicht, Pferd zu rufen, der ist eh langsam in der Stadt. Ich wünschte, die hätten so Zeitraffer gemacht, so wie wenn man Gebäude renoviert hat in Assassin's Creed 2. Da gab es ja auch so einen kleinen Zeitraffer. Hier für die ganzen Mauern, die kaputt sind. Wir spielen das Spiel jetzt seit 120 Stunden. Das sind bestimmt Monate in-game. Vielleicht sogar Jahre. Und die haben immer noch nicht geschafft, diese scheiß Mauer dazu zu machen. Dass die mal so kleine Zeitraffer einbauen. Einfach so random, was so auf der Welt passiert. Das wäre so mega. Man würde sich so mit im Spiel fühlen und es auch genießen, so was auf der Welt alles passiert.
Übrigens, ich glaube, das ist einer der Soldaten, die ich holen muss. Kalippus. Ich glaube, das ist der, oder? Ne, den habe ich schon geholt sogar. Ich bin jetzt viertbester. Nur noch drei Stück. Alles klar. Gut zu wissen. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ja. Hat keiner gesehen. Ah, ja, sorry. Ah, scheiß Allergie, fuckt mich so ab. So, dann machen wir den Militärhafen da drüben. Dann, sollen wir rüber schwimmen? Oder ist hier ein kleines Boot? Ja, da. Können wir uns mal hier das Boot. Ich weiß, wie man taucht. Danke. Danke, Spiel. Nach 120 Stunden, dass du mir immer noch die Hinweise zeigst. Man konnte das ausstellen, oder? Ich glaube, ich sollte das echt mal machen. Also, kurz mal alles markieren. Hier nur ein Soldat. Nein, die anderen sind verbuggt dahin. Schon wieder. Schon wieder verbuggt. Was ist denn los mit Assassin's Creed? Seht ihr das? Dahin? Wie sie alle gammeln? Richtig verbuggt. Heute. Das Spiel ist mega verbuggt heute. Das ist schon die dritte Gruppierung, die ich so erledige. Ich meine, besser für mich, ne? Ich komme schneller voran, aber nicht schön. Nicht schön zu sehen. So. Holen wir uns noch die Vorräte und dann machen wir hier einen kleinen Cut. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Na komm. Wir auch. So. Großteil von Athen haben wir erledigt. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein!